Moskau. Es ist der 24. Februar 2022. Seit heute Morgen rollt der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und wir haben vor 3 Wochen mit einer Reportage über 3 russische Frauen begonnen. Von meinen Bekannten in der Ukraine ist bis jetzt niemand verletzt oder getötet worden. Aber es macht mir Angst. Einige verstecken sich. Über 3 mutige Frauen. Mein ganzes Leben kämpfe ich gegen diesen Dreck. Muss ich jetzt darin sterben? Drei Frauen, die in Russland für Gleichberechtigung, für Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit kämpfen. Ich habe das starke Gefühl, dass jetzt das Recht Russland verlassen hat. Zehn Jahre lang war ich Russland-Korrespondent. Und ich habe in dieser Zeit miterlebt, wie die bürgerlichen Rechte in diesem Land mehr und mehr beschnitten wurden. Und ich frage mich an diesem kalten, grauen Februarmorgen, was geschieht jetzt mit Xenia, Salina und Marie? Wie wird der Krieg ihr Leben verändern? Drei Wochen zuvor. Drehbeginn in Rostov am Don, im wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum Südrusslands. Hier lebt eine der 3 Frauen, die wir ein halbes Jahr lang begleiten wollen. Xenia Usolkina. Xenia, Christoph, очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Xenia fährt heute Abend in eine Nachbarstadt, nach Taganrog. Sie wird dort mit ihrer Geschäftspartnerin Julia einen neuen Lehrgang ihrer Modelschule starten. Eine nicht ganz gewöhnliche Modelschule. Die alleinerziehende Mutter hatte 12 Jahre lang in der Verwaltung bei der Bahn gearbeitet. Da organisierte ihr Arbeitgeber einen Schönheitswettbewerb und Arbeitskolleginnen fanden, sie solle doch mitmachen. Natürlich waren alle dagegen. Mein damaliger Mann fand, du hast dort nichts verloren. Und meine Mutter, aber du hast doch Mann und Familie, du hast doch keine Zeit für sowas. Und zack, habe ich gewonnen. Weitere Siege kamen hinzu und Xenia begann professionell zu modeln. Daraus entstand die Idee einer Modelschule. Xenia richtet sich mit ihren Kursen an Frauen jeden Alters und ohne Standardmaße. Ihr Credo lautet, die Welt braucht neue Schönheitsideale. Ich will, dass wir alle diese Sicherheit kriegen, dass wir wunderschön sind. Wir sollten uns nicht mit anderen vergleichen. Eine ist schlank und ich bin nicht so schlank. Aber auch ich habe mein gewisses Etwas. Ja.
Ich habe ein kleines Problem mit meinen Gefühlen. Ich bin ein Mensch, der immer alle anlächelt. Aber ich möchte auch meine anderen Gefühle zeigen können. Lauter. Noch lauter, komm. Ach, man möchte dich am liebsten küssen. Komm, mach die Haare auf, lass die Dämonen raus, los. Mehr. Bravo. Wenn ich mir erlauben kann, so zu lachen und so zu schreien, dann kommen meine Dämonen raus. Und ich mache kein Geheimnis daraus. Ich habe mich von meinem ersten Ehemann scheiden lassen, nachdem er mich zusammengeschlagen hatte und ich im Krankenhaus landete. Das gibt es bei uns leider oft, aber immer weniger. Warum? Früher hatten die Frauen Angst und haben geschwiegen. Und heute sprechen sie darüber. Sie drehen sich um und gehen. Sie dulden das nicht mehr. Seid ihr durch die Polizei geschützt? Bei uns sagt man, erst wenn er dich absticht, kommen sie vorbei. Das stimmt nicht. Die Polizei kommt und fragt, alle noch am Leben? Gut, dann tschüss, das ist Familiensache. Novogireva, ein Stadtteil an der Moskauer Peripherie. Es ist immer noch Anfang Februar. Immer noch rechnet kaum jemand in der russischen Bevölkerung mit einem Angriffskrieg in die Ukraine. Auch nicht die Bloggerin, die ich heute besuche. Ich habe mich mit ihr und ihrer kleinen Familie verabredet. Auf ihrem Blog Weibliche Macht kommentiert Salina Marschenkulova die laufenden Ereignisse in Russland. Ideenreich, selbstironisch und bissig hat sie sich bei einer städtischen und jüngeren Bevölkerung bekannt gemacht. Hallo zusammen, mit euch ist die Ungerechtigkeit im Quadrat, Salina Marschenkulova. So bekannt, dass Lego eine Figur nach ihr kreiert hat. Seit 14 Jahren ist sie mit Jegor verheiratet. Seit 2 Jahren sind die beiden Eltern. Ihr Bub heißt Vanya. Ihr seid eine gewöhnliche russische Familie. Wie sieht denn eine ungewöhnliche aus? Ich meine, wenn die Frau Feministin ist, hat das einen Einfluss. Gut, bei uns ist es so, dass sich mein Mann wirklich ums Kind kümmert, und zwar mit ganzer Seele. Ein Mann, der sowas tut, ist in Russland leider immer noch eine Ausnahme. Wirklich ein Held. Und was sagen deine Freunde dazu, dass deine Frau Feministin ist? Wir haben gar keine Freunde, oder? Viele Leute haben Angst vor dem Wort Feminismus, aber wenn man es ihnen erklärt, dann verstehen sie es. Wir sind eben eine gewöhnliche Familie. Das ist wie beim Wort Demokratie. Ja, kommt drauf an, was du damit meinst. Das Wort ist gut, so wie Feminismus, aber viele Leute bewerten es heute negativ. Zwei Jahre lang haben Salina und Jegor auf einen öffentlichen Kita-Platz gewartet. Jetzt haben sie Vanya bei einer privaten Kita angemeldet. Es sind 40 Minuten Weg dahin. Und wissen Sie, wo wir in der Warteschlange stehen? Immer noch auf Platz 150. Fürsorge wird nur versprochen. Sie sagen Gebär, Gebär, aber dann gibt's keinen Kita-Platz und wir müssen selber dafür bezahlen. Wir haben viele solcher Widersprüche. Das ist es ja. Die Regierung sagt immer wieder, Kinder, Mütter, das ist unser Heiligtum. Aber eigentlich spucken sie auf das Volk.
Es wird in Russland ja jetzt viel von Familienwerten gesprochen. Eben, die Leute sprechen nur darüber, aber sie leben es nicht. Wenn jemand von Familienwerten spricht, dann heißt es, dass er ein Problem hat damit. Unser wichtigster Wert, keine Gewalt. In Russland, in anderen Ländern ja auch, ist häusliche Gewalt wirklich ein Riesenproblem. Und was bei uns als traditioneller Wert verkauft wird, ist eigentlich die Versklavung der Frau. Sie muss alles erdulden. Und er kann saufen, sie schlagen, kann machen, was er will. Das sind die sogenannten traditionellen Werte bei uns. Und wir leben das Gegenteil. Respekt, Liebe, keine Gewalt. Wir brauchen nie Gewalt, weder untereinander noch mit dem Kind. Wir behandeln den anderen so wie uns selbst. Wir behandeln generell die Menschen so. Ja, das sind unsere Werte. Und was die Männer in Russland betrifft, die meisten sind es nicht gewohnt, nachzugeben. Sie vermeiden darum Beziehungen mit starken Frauen oder gehen daran kaputt. Sie überarbeiten sich oder saufen. Was für ein Mann soll Vanya werden? Kein richtiger. Tschüss, Häschen. Darf ich? Ja. Wir fahren ins Moskauer Zentrum. Wie war denn deine Kindheit? Strenge Eltern? Es war eher desolat. Sie haben alle gesoffen, haben einander verprügelt. Es gab Messerstechereien und Ähnliches. Untersuchungen zeigen, dass jede dritte Frau in Russland von häuslicher Gewalt betroffen ist. Und in Salinas Blog erscheinen immer wieder Fotos und Videos von Übergriffen. Er hat mich so zugerichtet. Kurz vor unserem Besuch rief Salina ihre Community auf, ein Foto von sich zu posten, um zu zeigen, da ist auch eine andere, gewaltfreie Gesellschaft. Ihren Lebensunterhalt verdient sie in einer Werbeagentur als PR-Beraterin. Ihr Herzensprojekt aber ist ihr Blog, mit dem sie Gleichgesinnte vernetzen und ihnen Mut machen kann. Ein Beispiel. Eine Frau war unglücklich verheiratet und die ganze Verwandtschaft sagte ihr, lass dich nicht scheiden, lass dich nicht scheiden. Familie ist das Wichtigste, sei geduldig. Er ist doch so ein guter Ehemann. Egal, ob du ihn liebst oder nicht, lass dich nicht scheiden. Und meine Texte halfen ihr, aufzustehen, sich scheiden zu lassen und endlich das zu machen, was sie sich eigentlich wünschte. Ich habe viele solche Geschichten. Die Publikation mit dem bisher größten Echo war ihre Werbekampagne für Reebok. Salina trat darin auch selber auf. Ihr Text: Hör auf, ständig auf die Anerkennung von einem Mann zu warten. Setz dich lieber einem Mann aufs Gesicht. Junge Männer schreiben jetzt auf den Dating-Seiten, wir können ins Café oder du kannst mir auch aufs Gesicht sitzen. Gespräche über Kunilingus und Face-Sitting waren plötzlich nicht mehr tabu. Das ist kulturelle Beeinflussung. Zuerst verändern wir die Kultur und danach kommen die strukturellen Veränderungen. Es wird den Menschen zu eng in den Strukturen und sie beginnen, die tektonischen Platten zu schieben. In dieser Straße führt eine Anwältin ihre Kanzlei. Auch sie besuchen wir drei Wochen vor Beginn des Angriffskrieges zum ersten Mal. Marie Davtyan. Immer wieder hat sie spektakuläre Mandate. Zum Beispiel die drei Schwestern Khatchaturian.
Sie töteten im Affekt ihren Vater, nachdem er sie über Jahre gequält und missbraucht hatte. Sie sind mittlerweile auf freiem Fuß. Als sie des Mordes angeklagt wurden, gab es im ganzen Land Solidaritätskundgebungen. Denn kurz zuvor hatte das russische Parlament häusliche Gewalt bagatellisiert, den Schutz der Frauen stark reduziert. Wäre ich gläubig, würde ich sagen, die Parlamentarier werden dafür büßen. Seither haben wir noch mehr Gewaltfälle. Schlägt er dich, liebt er dich? Ja. Wenn der Mann seine Frau verprügelt, dann heißt es, er liebe sie. Wir haben zahlreiche Sprichwörter, die Gewalt rechtfertigen. Und diese Idee, wer stärker ist, der hat Recht, die hören wir sehr oft in letzter Zeit in unserem Land. Das ist Systemverhalten, um Macht und Kontrolle auszuüben, in der Familie und auf allen Ebenen der Gesellschaft. Marie Davdian war Klägerin im Namen eines Opfers extremer häuslicher Gewalt. Margarita Gratschowa. Ihr Ehemann hackte ihr die Hände ab. Ihre linke Hand konnte wieder angenäht werden. Rechts trägt sie heute eine Prothese. Wäre früher gehandelt worden, hätte Rita heute noch beide Hände. Bei ihrer ersten Anzeige hätte man sie vor ihrem Mann schützen können. Auch für schwere Übergriffe, auch im Wiederholungsfall, gibt es heute höchstens eine Buße. Es können keine Strafverfahren eingeleitet werden, bis es zu spät ist. Darum nehmen Sie das Gesetz gegen häusliche Gewalt an. Retten Sie Leben. Mit diesem und ähnlichen Fällen wandte sich Marie Davdian an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Im Dezember 2021 der Entscheid aus Straßburg. Russland wird aufgefordert, seine Gesetze zu ändern. Russland kann sich nicht verweigern. Aber bisher hat sich erst Putins Pressesprecher Peskow dazu geäußert. Er sagte, ich habe das Urteil nicht gelesen, aber ich erhebe Einspruch. Genau so hat er es formuliert. Aber ich meine, du schlägst doch in der Familie einfach nicht. Aber dafür braucht es eine entsprechende Erziehung und entsprechende Ideale. Die Menschen müssten gewaltlos erzogen werden. Was aber nicht der Fall ist. Was nicht der Fall ist. Noch schlimmer. Wir sehen in den letzten Jahren eine starke Militarisierung der Gesellschaft. Mich beunruhigt stark, was bereits in den Schulen abläuft. Die Kinderarmee. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich 8-jährige Kinder in Uniform sehe, wie sie zu Militärmusik marschieren. Wir verstehen doch, dass diese Erziehung zur Gewaltbereitschaft uns früher oder später zum Verhängnis wird. Dass diese Gewaltbereitschaft schon bald zu einem Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, das will auch ich noch kurz zuvor nicht glauben. Obwohl die Alarmzeichen auf Rot stehen und Putin große Truppenverbände offiziell zu Übungszwecken an der Grenze zur Ukraine zusammenzieht. Ich bin wieder in der südrussischen Stadt Rostow, weil ich sehen will, was sich in Xenias Modelkurs tut. In einer ehemaligen Uhrenfabrik hat Xenia einen Raum für ein Fotoshooting hergerichtet. Die Gesellschaft hat uns beigebracht, dass eine Frau bescheiden und anständig sein soll, ja nicht vulgär. Und eine junge Frau soll keusch sein. Und heute werden wir, natürlich ohne ihre Kamera, das böse Mädchen aus ihnen herausholen. Ich arbeite in einer geschlossenen Anstalt. Ein Schritt zu viel nach links oder rechts und du wirst erschossen.
Nein, das war jetzt ein Witz. Aber wenn du in einer geschlossenen arbeitest, wünschst du dir schon ab und zu mal eine Abwechslung? Es gibt mir Selbstvertrauen. Als Person, als Frau. Ich kann mich als Frau entfalten und eine innere Beklemmung lösen. Mir sind unglaubliche Gefühle hochgekommen, die ich gar nicht kannte. Wir haben ausprobiert. In welchem Zustand fühlst du dich wohler? Wie ist es, Opfer zu sein? Und wie ist es, wenn du als Frau die Macht hast? Wir treffen Xenias Sohn. Er und seine Mutter wollen zusammen auf den Markt. Ilja hat gerade seinen Grundwehrdienst beendet, hat mit seiner Freundin eine Wohnung genommen und sucht jetzt Arbeit. Und für heute einen neuen Trainingsanzug. Xenia hat ihn alleine großgezogen. Es war manchmal schon hart für mich. Mama war alles gleichzeitig für mich. Mama und Papa, Oma und Opa. Aber ich bin glücklich, so wie es ist. Sie finden also, eine Frau sollte eigentlich nicht arbeiten. Ja, der Mann soll das Geld verdienen und die Frau den Haushalt machen. Der Mann führt und die Frau geht Hand in Hand mit ihm. Anders geht es nicht. Welche Eigenschaften sind für Sie bei einer Frau wichtig? Sie soll fürsorglich sein, liebend. So kann sie aufblühen, in den Händen des Mannes. Und treu. Ich bin so stolz auf dich, Sohn. Fürsorglich, wie meinen Sie das? Mit meiner Freundin ist es so. Ich komme von der Arbeit und auf dem Tisch steht schon das Essen. Die Sachen für morgen sind vorbereitet. Sie kümmert sich darum, was ich esse, wie ich aussehe, wie ich mich fühle. Zwei Wochen später schickt Wladimir Putin Militär in die Ukraine, um das Land unter seine politische Kontrolle zu kriegen. In den ersten Tagen des Angriffskrieges gehen in russischen Städten Zehntausende aus Protest auf die Straße. Die Polizei greift überall hart durch. Xenia ist in Moskau, hatte hier geschäftliche Termine. Ich treffe sie auf ihrem Weg zum Flughafen. Sie ist aufgewühlt. Ich will nicht darüber nachdenken und konzentriere mich jetzt einfach auf meine Arbeit. Politik ist nicht meine Stärke. Darum will ich das Thema gar nicht kommentieren. Ich schaue ab und zu auf Instagram. Sonst sehe ich mir nichts an. Da werde ich nur panisch. Und ich kann eh nichts ändern. Und demonstrieren? Dagegen oder dafür? Dazu bin ich nicht bereit. Weder dafür noch dagegen. Ich verstehe im Moment sowieso nicht, was los ist. Sagen wir so, niemand braucht einen Krieg. Alle wollen Frieden und das Leben leben, das wir vorher gelebt haben. Ah.
Vor solch einer schweren Entscheidung sind wir noch nie gestanden. Wir werden für eine bestimmte Zeit den Sendebetrieb einstellen. Nein zum Krieg. Nein zum Krieg. Lichter löschen. Bei den letzten kritischen Medien, die noch da waren. Es gilt ein neues Gesetz über sogenannte Falschnachrichten über das Militär. Wer statt von einer militärischen Sonderaktion von Krieg spricht und den Krieg kritisiert, riskiert jahrelange Haftstrafen. Journalismus ist unter solchen Bedingungen nicht mehr möglich. Wenige Blogger und Bloggerinnen sind im Land selber noch publizistisch aktiv. Wie zum Beispiel Salina. Sie teilt in den ersten Kriegstagen Videos über Demonstrationen und Festnahmen. Sie teilt Links zu Seiten von ausländischen Medien, die offiziell gesperrt sind, und postet eine Rede vom ukrainischen Präsidenten. Ukraine. Die Ukraine in euren Nachrichten und die Ukraine im echten Leben sind zwei vollkommen unterschiedliche Länder. Der Hauptunterschied besteht darin, dass unsere Ukraine echt ist. Und Salina schreibt: Liebe Abonnentinnen und Abonnenten aus der Ukraine, ich schäme mich zutiefst darüber, was im Moment geschieht. Ich fühle mich mitschuldig, auch wenn ich mich dagegen einsetze und dabei meine eigene Sicherheit riskiere. Bitte denkt daran, dass wir selbst Geiseln von Banditen sind. Salina, wie geht es euch? Das Kriegsrecht wird vielleicht eingeführt. Was heißt das für Sie? Mein Leben ist bedroht. Wird das Kriegsrecht eingeführt, kann es sein, dass sie einen irgendwo auf einem Platz erschießen. Was heißt das für Sie? Es ist nicht mehr lustig. Ich brauche jetzt Hilfe und kein Interview. Verstehen Sie nicht, wo wir leben? Wir leben praktisch in Nordkorea. Nur ist es bei uns noch kälter. Sie wollen jetzt alle, die gegen den Krieg auftreten, als Staatsverräter erklären und drohen mit 20 Jahren Gefängnis. Verrückt. Ich habe gesehen, dass Sie mutig weiterschreiben. Ja, ich schreibe weiter. Menschen sterben, da ist es meine Pflicht zu schreiben. Und ja, ich gefährde mich selbst damit. Aber das tun alle, die dagegen auftreten. Und was sagt Ihr Mann? Dasselbe. Er ist schockiert wie ich, wie wir alle. Wir wussten, es ist schlimm, aber nicht, dass es so schlimm ist. Entschuldigen Sie, bin ich so emotional. Aber ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Und ich habe ein Kind und kann nicht ausreisen. Flugticket. Es gibt keine bis zum 7. März. Und heute ist der 3. Eine Woche später reist Salina vorerst alleine nach Armenien aus. Es ist der 8. März, Frauentag, ein Feiertag in Russland. Auch dieses Jahr kaufen die Männer ihren Frauen Blumen. Demonstrationen für die Anliegen der Frau gibt es keine. Dafür steht auf Moskaus Plätzen Polizei und schaut den Menschen in die Taschen. Wir haben bis zum Schluss nicht glauben wollen, dass unser Land zu solchen Handlungen fähig ist. Wir fühlen uns alle sehr schlecht. In den ersten Tagen saßen wir nur geschockt in unseren Büros und fragten uns, was können wir jetzt noch tun? Warum wollen nicht mehr Menschen dagegen kämpfen? Für alle, die nicht einverstanden sind, gibt es einen Schlagstock. Sie werden übrigens aus Frankreich geliefert. Und dafür bedanken wir uns.
Wenn wir Ihre Antworten zeigen, meinen Sie nicht, das könnte für Sie gefährlich werden? Ich versuche, Worte zu wählen, die nicht den Schmerzpunkt von denen treffen, die unser Gespräch anhören werden. Aber heute ist niemand mehr in Sicherheit. Für jedes Wort kann man heute hinter Gittern landen. Der neueste Witz unter uns Juristinnen: Werde ich für diese Aussage verhaftet? Wart, ich schaue in den Tarotkarten. Jetzt laufen schon die ersten Strafverfahren wegen Fake-Informationen mit beantragten Strafen von 10 Jahren Gefängnis. Und es gibt keine Möglichkeiten mehr, mit irgendwelchen Aktionen gegen die sogenannte Sonderoperation aufzutreten. Zehn Tage später wird im Luschniki-Stadion der 8. Jahrestag der Krim-Annexion gefeiert. Über 100.000 Mitglieder aus Jugendorganisationen sind aufgeboten. Mir kommen die Worte aus der Heiligen Schrift in den Sinn. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand für seine Freunde sein Leben lässt. Alle sind jetzt auf sich alleine gestellt und die Leute reinigen ihre Telefone aus Angst vor Verhör und Folter. Und ich habe bereits 400 Abonnentinnen weniger. Es ist beschämend, sich zu beklagen, wenn in der Ukraine Menschen sterben, und schmerzhaft, wenn meine Verwandten dem Fernsehen glauben und mir nicht. Es ist Anfang April. Salina lebt noch immer in Armenien, in der Hauptstadt Jerewan. Jegor ist mittlerweile mit Vanya nachgereist. Willst du über Russland schreiben, kannst du nicht mehr in Russland sein. Aber das Wort Krieg brauchen auch Sie nicht. Ich sage klar meine Meinung. Aber ja, ich schreibe auch Spezialoperation. Alles klar, mit Vorsicht. Ja, ich bin etwas vorsichtig, aber ich glaube nicht, dass das hilft. Das ist wie russisches Roulette. Wenn Sie wollen, dann finden Sie immer etwas. Ja, genau. Du kannst so vorsichtig sein, wie du willst. Sie wirken auf mich aber recht gelöst und munter. Ich habe das alles halt auch schon mehrmals erlebt. Unser Krieg hat bereits vor 10 Jahren begonnen. Und die Stimmung zu Hause, auch punkto Sanktionen. Die Stimmung ist sehr schlecht. Die Feindseligkeit hat enorm zugenommen. Russland ist ein gespaltenes Land. Es gibt die Spaltung zwischen den Watniki, den Steppjacken, und den anderen, den freidenkenden Menschen. Die Eltern meines Mannes sind solche Watniki. Sie finden, ich sei ein Feind des Volkes. Ihr Kopf ist von der Propaganda durchgewaschen. Es ist unmöglich. Und meine Mutter weiß immer noch nicht, dass ich abgereist bin. Aber ich will mit ihr nicht sprechen. Sie haben alle keine eigene Meinung. Sie wiederholen, was sie im Fernsehen auf dem ersten Kanal hören. Ihnen etwas beweisen zu wollen, ist sinnlos. Haben Sie noch Hoffnung? Nein, meine einzige Hoffnung ist, weiter für mein Publikum schreiben zu können. Das ist alles.
Für mein Land weiß ich nicht mehr, worauf ich hoffen soll. Ich mache in Moskau eine Straßenumfrage. Es getrauen sich nicht mehr viele, öffentlich zu sprechen. Außer denjenigen, die die Kreml-Propaganda übernommen haben. Unser Präsident macht alles richtig. Wir haben es satt mit dieser Ukraine, mit ihren Terrorattentaten. Sie folterten unschuldige Menschen. Die Ukraine bombardiert unsere Mitbrüder, gibt ihnen keine Möglichkeit, normal zu leben. Vor kurzem haben sie unser Territorium bombardiert, Rostower Gebiet. Warum müssen wir uns das anschauen? Wir verteidigen uns. Ich unterstütze Putin. Wir haben den besten Präsidenten. Aber Putin ist für den Krieg. Er ist nicht für den Krieg, im Gegenteil. Ihr habt verschiedene Meinungen? Ja. Sie sagen, dass Proteste nötig wären. Und warum sind sie nicht gegangen? Gestern zum Beispiel? Weil die Menschen verhaftet werden und ich möchte nicht in einen Gefangenentransporter landen. Fände ich nicht so angenehm. Statt den friedlichen Menschen zuzuhören. Aber man transportiert sie ab und sperrt sie ein. Wir sind zurück in Rostow. Es ist Mitte Juni. Der internationale Markt ist für russische Models kaum mehr zugänglich. Xenia arbeitet jetzt auf dem lokalen Markt. In 3 Tagen hat sie Geburtstag. Sie hat ein großes Fest geplant. Ich habe mir super knallige Nägel machen lassen. Und es kommen noch Wimpern dazu. Maximales Programm. Ihr Sohn Ilja studiert mittlerweile an einem Öl- und Gasinstitut und arbeitet nebenher auf dem Bau. Einige seiner besten Kollegen hatten sich im Februar nach Ende des Grundwehrdienstes für 2 weitere Jahre verpflichtet. Vanya wollte nicht. Sein Mädchen hat auf ihn gewartet. Er meinte, er könne der Welt so mehr nützen. Deshalb hat er nicht unterschrieben. Du hast gesagt, dass ein paar seiner Kollegen mittlerweile tot sind, ja. Die unterschrieben haben. Er war bei den Fallschirmjägern, oder? Ja, ich glaube. Will jetzt aber nichts behaupten. Ich weiß nur, dass er in Pskow stationiert war. Ich sage die Wahrheit. Also er ist um Haaresbreite davon gekommen. Ja, ist er. Hat ihn der Tod der Freunde mitgenommen? Ja, sehr. Er hat sogar geweint. Und wie ist die Stimmung jetzt in der Stadt? Die erste Stresswelle ist bei allen vorbei. Alle passen sich an. Aber Krieg ist immer irgendwo. Die ganze Welt führt Krieg. Darum wollen wir ja eigentlich alle Frieden. Давай, целую, обнимаю, люблю, с днем рождения. Давай, целую, пока. Так, ну что? Packen für die Geburtstagsfeier am Schwarzen Meer. 12 Freundinnen haben ihr Kommen zugesagt. Alles soll rot in rot sein. Die Kleider, die Dekoration, einfach alles. Посуда, все такое яркое, насыщенное. Показать нужно всем, что жизнь продолжает. Ich möchte allen zeigen, dass das Leben weitergeht. Solange wir leben, müssen wir uns am Leben erfreuen. Ich werde nicht unnötig Trübsal blasen. Я не вижу смысла, да? Как бы
Ich spreche allen mein Beileid und mein Mitgefühl aus. Aber wir leben weiter. Eine Woche später schickt mir Xenia Fotos von der Poolparty bei Sochi. Und ein paar hundert Kilometer weiter östlich, in Tiflis, leben seit April Salina und Jegor. Sie haben Russland definitiv verlassen. Über 40.000 Russinnen und Russen sind alleine in den ersten Kriegswochen in die georgische Hauptstadt geflohen. Salina, Vanya und Jegor leben in einer gemieteten Wohnung. Häschen brauchst du noch lange? Und wie vorher in Moskau schmeißt Jegor den Haushalt, während Salina Fernarbeit macht und in ihrem Blog schreibt. Einige Männer beschweren sich darüber, dass Feministinnen in so schweren Zeiten wieder nur den Feminismus zum Thema machen. Aber warum waren fast alle, die gestern in Bratjewa inhaftiert wurden, Frauen? Warum hat der Protest wieder ein weibliches Gesicht? Bei Salina heißt die Konsequenz ihres Tuns nicht Gefängnis, aber Exil. Ich kann keine Beiträge löschen. Das empfinde ich als Beihilfe zum Mord. Diejenigen, die geblieben sind, die mussten löschen. Aber das ist doch furchtbar. Die Vernichtung der Persönlichkeit. Man verbietet dir praktisch zu existieren. Es ist Ende Juli. An der georgischen Küste hat die russische Diaspora ein Camp organisiert. Salina hält einen Vortrag. Die Konservativen haben die Begriffe der Familienwerte und des Familienglücks für sich monopolisiert. Eine Feministin bedeutet Einsamkeit, Schmerz, Leid und Unglück. Unrasierte Achseln und unrasierter Arsch, der piekst und schlechte Laune macht. Und die Frau im Patriarchat ist eine flatternde Nymphe. Alles ist toll, obwohl zu Hause alles abgefuckt ist. Das Problem in patriarchalen Beziehungen besteht darin, dass es hierarchische, keine partnerschaftlichen Beziehungen sind. Familienglück ist gar nicht möglich ohne feministische Werte. Hier in Tiflis ist es gut. Ich muss nicht mehr damit rechnen, dass man mich mit dem Gesicht auf den Boden drückt oder mich für 15 Jahre einbuchtet. Für nichts. Haben Sie keine Angst, dass Sie vielleicht nie mehr zurückkehren können und Ihre Heimat nie mehr sehen? Manchmal habe ich Panikattacken. Ich ersticke fast. Kürzlich habe ich 2 Tage lang geweint, wegen der Angst, dass ich nicht mehr zurück kann. Ich weine häufig deswegen. Ich liebe Russland. Ich wollte nie fort. Dank der Arbeit auf Distanz hätte ich schon früher gehen können, hab's aber nicht getan. Russland ist ein tolles Land. Es gefiel mir sehr, dort zu leben. Mitte August. Der Kreml zeigt in Moskau an einer Messe Waffensysteme, die auch in der Ukraine eingesetzt werden.
und Militärs verbündeter Nationen erweisen dem Gastgeber ihre Reverenz. Wir schätzen es sehr, dass unser Land so viele Partner und Gleichgesinnte hat, auf allen Kontinenten. Staaten, die sich der sogenannten Weltvorherrschaft nicht unterwerfen. Ihre Führer zeigen einen echten, männlichen Charakter und beugen sich nicht. In der Innenstadt deutet nichts auf den Angriffskrieg in der Ukraine hin. Auf Tod, Flucht, Verwüstung. In einem Bruderland, in dem viele Verwandte haben. Und Marie Davdian arbeitet weiterhin als Anwältin in Fällen von häuslicher Gewalt. Auch wenn ein repressives Gesetz nach dem anderen eingeführt wird. Sie will ihren Posten halten, solange es geht. Die Menschen flanieren. Es scheint, das Leben ist wie zuvor. Nein, die Anspannung in der Gesellschaft ist enorm. Aber die große Masse versteht, dass sie nichts beeinflussen kann und tut so, als wäre nichts. Aber die Luft ist so dick, dass man sie schneiden kann. Wie zeigt sich das? Man meidet, über gewisse Themen zu sprechen. Man bricht das Gespräch ab. Man vertraut einander nicht mehr. Es wird wieder denunziert. Die Leute zeigen einander an. Es ist gerade eine schwere Zeit. Was läuft in Ihrem Bereich jetzt anders? Jetzt wollen die Ultrarechten aus dem Familienrecht das Verbot der Gewaltanwendung an Kindern herausnehmen. Das beunruhigt mich sehr. Sie sagen, ohne Prügelstrafe sind unsere Elternrechte beschnitten und pochen auf dieses Recht. Auf Gewalt? Auf das Recht auf Gewalt. Im Moment führt alles weg von der Rechtsstaatlichkeit. Es gab mal eine Hoffnung auf den Schutz der freien Meinung. Davon träumen wir nur noch. Demonstrationen für Frauenrechte? Demonstrationen gegen die Frauengewalt? Vergessen Sie das. Wer heute auf die Straße geht, wird aufgegriffen. Zuerst waren es alle politischen Organisationen, alle, die sich mit politischer Beteiligung, Versammlungsfreiheit und Redefreiheit befassten. Die wurden als erstes eliminiert. Dann kamen die Medien, ein Bereich nach dem anderen. Dann die Frauenorganisationen. Warum machen die Frauen nicht den Unterschied? Die Idee, dass Frauen auch eine politische, wirtschaftliche und soziale Kraft sein können, die ist selbst den Frauen noch nicht ganz klar. Meine Hoffnung liegt auf einer jungen Generation, die sich dessen bewusst ist. Wir sehen zum Beispiel die große Gruppe junger Leute, die aufgrund des Fake-News-Gesetzes verhaftet worden sind. Da sind viele Frauen dabei. Fast mehr als die Hälfte. Junge Frauen, die 10 Jahre jünger sind als ich, sie fühlen bereits ihre Kraft. Und vielleicht kommt irgendwann die Zeit, in der diese Kraft mithilft, dass sich Russland wieder in eine andere Richtung bewegt.